Herzlich willkommen zur 7. Ausgabe unseres Amateursportmagazins Sportlertreff. Wie angekündigt, blicken wir heute auf den Fußballsaisonauftakt und ich entführe Sie auf die Tatami. Aufmerksame Zuschauer werden sich erinnern, vor wenigen Wochen war ich schon mal hier in dieser Halle auf dem SEP-Gelände in Strausberg. Während wir damals Team Gym einen Besuch abgestattet haben, widmen wir uns heute der am weitesten verbreiteten japanischen Kampfsportart der Welt, und zwar dem Judo. Es gibt mehr als 2100 Judo-Vereine in Deutschland und einer davon ist die Abteilung Judo des KSC Strausberg. In 2 Jahren wird die 1973 gegründete Judo-Abteilung 50. Inzwischen hat sie mehr als 200 Mitglieder. Eines davon ist der heutige Abteilungsleiter Jürgen Teichmann. Und ob der mit seinen 63 Lebensjahren zu den Aktiven der ersten Stunde zählt, verrät er mir am besten selbst. Hallo Jürgen, grüß dich. Hallo Elisa. Ja, seit wann bist du denn hier aktiv dabei und wie bist du überhaupt zum Judo gekommen? Erzähl. Also beim Judo bin ich seit 1968, als 10-Jähriger habe ich angefangen, habe aber nicht hier in Strausberg angefangen, sondern in Mecklenburg-Vorpommern in Neubrandenburg und habe dort 12 Jahre aktiv trainiert, habe dort die Sportschule ein Jahr besucht, habe an der Hochschule in Cottbus weiter trainiert, habe dort Graduierung abgeschlossen und dann kam Familie, Beruf 1981 und dann war erstmal Feierabend. Und als dann alles so gediegen war, die Kinder groß waren, habe ich dann gesagt, okay, jetzt gehst du mal gucken, was es hier in Strausberg gibt. Und bin 2008 hierher gekommen und habe dann wieder angefangen, mit 52 Jahren zu trainieren. So eine lange Judo-Karriere hast du also schon hinter dir. Ja. Und du bist immer noch aber aktiv auch am Trainieren hier, ja? Ich habe dann wieder angefangen. Ich habe dann viel mit den Jugendlichen trainiert. Die haben sich dann aber leider Gottes aus beruflichen Gründen auch alle verflüchtigt, sodass wir dann am Ende weniger Trainingsmöglichkeiten hatten. Und dann war 2012 die Frage, es wurde ein Abteilungsleiter gesucht für die Abteilung. Ich als Fremder, sage ich mal, habe dann gesagt, okay, ich mache das, ich bin alt genug, ich habe den Rücken frei und habe das dann übernommen 2012 unter Anleitung des vormaligen Abteilungsleiters, den Jan Schröder. Und dann wollen wir natürlich was bewegen. Wir haben jetzt hier 600 Quadratmeter Mattenfläche. Ja. Die Halle ist 40 Meter lang, die Halle ist 15 Meter breit. Ja. So, und jetzt haben wir können auf 3 Wettkampfflächen oder so wie hier auf 4 Wettkampfflächen gleichzeitig. Ja. Und da haben wir jetzt den Kindersport wieder aktiviert, wir haben einen Trainer gefunden, wir haben versucht auch andere Mitglieder zu involvieren, wir haben ehemalige Judo-Mitglieder wieder in einer Gruppe, wir haben Erwachsene, die mit Judo nichts zu tun haben, in einer Fitnessgruppe integriert, um einfach das Gemeinschaftsleben zu aktivieren in Strausberg. Das ist eine schöne, lohnenswerte Aufgabe. Also jetzt trainieren ja hier gerade im Hintergrund die U9 und die U11, ist das richtig? Die haben ein Alter von 6 bis 11 Jahre. Wir haben auch heute ein paar Ältere, die U13 sind bis U15, haben wir heute mal eingeflogen als Gäste. Das ist eine selbstständige Trainingsgruppe. Wir haben dann noch die Jugend, die ab 17, 18 trainiert mit Männern und Frauen, sofern noch welche dazukommen wieder. Und das ist sehr vielfältig bei uns. Ne? Und dieses Training ist an unterschiedlichen Tagen. Wir trainieren 5-mal die Woche und müssen das alles in unserer schönen Judo-Halle bewerkstelligen. Aber sehr schön, ihr habt ja wirklich eine tolle Halle, auf jeden Fall. Ja. Schön. Und die Kinder haben auch auf jeden Fall Spaß, wie ich sehe. Ja, doch, das ist, ist auch sehr anstrengend, weil der Judosport sehr viel Technikvermögen braucht. Ich lade dich ein, nachher das mal auszuführen. Ja, sehr gerne. Und dann können wir mal sehen, dass es schwer ist, sich zu koordinieren. Und wenn man die erste Koordinierung hat und auch das Fallen gelernt hat, dann fängt man erst an mit Techniktraining. Und das ist bei den Kindern sehr schwer, die Motivation zu finden, weil sie sind immer sehr schnelllebig, sie wollen immer sehr schnelle Erfolge haben. Judosport ist einfach eine Athletiksport, wo der gesamte Körper beansprucht wird, nicht nur die Gliedmaßen, sondern auch das Gehirn. Und das zu koordinieren, das ist schon sehr schwer. Da braucht man noch ein paar Jahre zu. Das glaube ich. Also man muss auch geduldig sein, ja? Das, unbedingt. Ja, was den Kindern unbedingt meistens sehr schwer fällt. Unbedingt. Ja. Und man muss auch irgendwann mal, wenn man Kämpfer sein will, auch einen Siegeswillen entwickeln. Nicht jeder kann gewinnen, das kennen wir ja mittlerweile schon, aber selbst ein guter Partner zu sein für einen, der etwas besser ist, das ist schon eine wertvolle Disziplin, die man auch erlernen muss und erlernen kann. Du hast eben schon die Techniken angeführt. Welche Techniken lernt man denn beim Judo? Es gibt, glaube ich, 4 Grund-Judo-Techniken. Ja, es gibt, also was? Als allererstes, das Wichtigste ist die Falltechnik. Da gibt es verschiedene. Wir haben die Fallschule vorwärts, rückwärts, seitwärts, rechts, links, je nachdem. Das muss man dann auch noch beherrschen. Also noch was rechts und was links ist, das können manche Kinder heute nicht mehr. Und dann haben wir die Standtechnik, da gibt es verschiedene Wurfprinzipien, wie man den Gegner aus dem Stand zum Boden bringt. Dann gibt es die Kategorie der Bodentechniken, die dann entsprechend
auch geschult werden müssen, weil man kann auch einen Wettkämpfer im Boden besiegen. Und dann gibt es noch, im Internet steht immer oft Schlagtechniken, aber Schlagtechniken ist im Judo eigentlich nicht relevant, weil Schlagtechniken sind nur bestimmte Selbstverteidigungsgriffe, die in Vorführungen angewendet werden. Aber nicht direkt zum Judo. Beim Judo wird nicht geschlagen, Judo ist der sanfte Weg. Inwiefern ist denn Judo Siegen durch Nachgeben? Im Judosport hat man Achtung vor dem Gegner. Wir begegnen uns immer mit Achtung. Schon wenn wir in die Judohalle reinkommen, wird sich verbeugt vor der Wettkampfstätte. Man verbeugt sich vor dem Wettkampf, ja, und man respektiert den Gegner. Und im Judo heißt es, ich kann nur zum Erfolg kommen, wenn ich eine saubere Technik anwende. Egal in welcher Art. Aber ich muss kämpfen, indem ich den Gegner aus dem Gleichgewicht bringe. Und wenn er aus dem Gleichgewicht gebracht wurde, ist es relativ einfach, ihn dann zu Boden zu bringen. Ja? Aber durch diese Fallschule, durch die Falltechnik kann der Gegner sich abfangen und verletzt sich nicht. Und das ist dieser sanfte Weg, jemanden zu besiegen. Ich muss also keine rohe Gewalt anwenden, sondern ich kann mit Technik und Gleichgewichtsbrechung sehr viel mehr erreichen als bei anderen Sportarten. Das heißt, wie hoch ist das Verletzungsrisiko? Also ich habe das jetzt gelesen, wir haben nicht mal 1%. Also Fallen ist das A und O, wie ich jetzt Fallen höre. Ist immer das A und O. Also Jürgen, also ich glaube, ich würde mich mal wagen, die ein oder andere Technik auszuprobieren. Das können wir gerne tun, hast dann müssen wir uns aber dazu umziehen. Ja, so, weil, das, also so kann so, das nicht funktionieren. Das wollte ich gerade sagen. Habt ihr noch für mich einen Judo-Anzug? Ja, ich denke, wir werden noch einen finden. Super, na, dann ziehen wir uns mal um. So. Ich bin fertig umgezogen. Das sieht schon mal gar nicht aus. Ist auf jeden Fall ein ungewohntes Gefühl, aber ich fühle mich. Ja, das könnte man, ja, wenn man jetzt auf die Matte kommt, ne, dann ist die Kraftfassart so, dass man jetzt hier erstmal oben ins Revers fasst, oh ja, um den Gegner jetzt hier, aha, entsprechend zu bewegen zu können. Der andere fasst genauso, weil er sich nicht bewegen lassen will. Ja. Daumen nach außen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, dich, ja, hier durch die Gegend zu schieben. Ne? Oh ja, ich merke. So, das heißt, ich bringe dich aus dem Gleichgewicht. Jetzt, ja, fasse ich hier noch an, weil ich jetzt eine Wurftechnik ansetzen will. Das ist ein Fußwurf. Oh ja, da wäre, ja, ich jetzt sofort auf dem Boden. Das ist ein Hüftwurf, ja, sodass man hier verschiedene Techniken anwenden kann. Ja. Aber bevor wir richtig werfen, ist es wichtig, dass wir fallen lernen. Die Fallschule ist Fallschule vorwärts, Fallschule seitwärts und Fallschule rückwärts. Rechts und links jeweils. Die Fallschule vorwärts bedeutet, dass man sich hinstellt, ja, und sich dann praktisch in Bewegungsrichtung über die Schulter, wenn das rechte Bein vorne steht, muss über die rechte Schulter gerollt werden. Ich würde es halt mal vormachen, du machst es nach, wenn du es zutraust. Ich bräuchte ein bisschen Platz dann mal kurz. Mach mal, ja, erst mal vor. Ja, das heißt, wir gehen hier rein, sehen runter und stehen dann wieder auf, als wenn nichts gewesen wäre. Ja? Ja. Sodass wir also jetzt das von mir aus gemeinsam lernen. Bei den Anfängern machen wir so, dass wir hier runtergehen. Ja. Bitte für Anfänger. Genau, ein Bein vor. Ist egal welches? Oder das? Nein, immer, wir machen ja Fallschule rechts und links. Jetzt haben wir, ja, die Fallschule rechts, rechte Bein vor. Mhm. So, und jetzt werden die Hände nach hinten aufgesetzt. Die Fingerspitzen gucken nach hinten. Ich darf korrigieren. Ja. So, und jetzt wird der Kopf geht auf die Seite. Mhm. Nicht runter, sondern einfach abknicken. Und jetzt über die Schulter nach vorne rollen. Und die Hintern Kraft hoch, hole ich hinten? Den Po bis, genau. Und dann fallen wir auf die Seite, weil jetzt kommt, ja, der Handschlag auf der linken Seite, weil wir uns jetzt den Schwung damit abfangen. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchgehe, ja, man bleibt liegen und... Weil ich so den Schwung wegnehme und damit den Fall, ja, besänftige. Ja. Ja. Okay. So, das ist jetzt die eine Seite. Schule vorwärts rechts. Und jetzt haben wir die Sache seitwärts, weil wenn ich geworfen werde, seitwärts bedeutet, ein rechtes Bein geht am linken vorbei, das linke wird eingeknickt und ich falle auf die Seite. Okay. Ganz einfach, sitzt zumindest aus. Also ist jetzt mehr mit den Beinen? Wir gehen mit dem rechten, links geht es in die Knie rein, das rechte geht am linken Bein vorbei und wir fallen auf die Seite. Genau, so ungefähr. So und rückwärts, die einfache Fallschule, das kann ja passieren, dass ich laufe zurück, wie der Kameramann das vorhin wollte. Es legt sich einer hinter mich, um mich auszutricksen. Das heißt, ich falle, schlage mich ab, nehme den Kopf hoch und mir passiert nichts. Ja. Ganz einfach. Also das jetzt einfach nach hinten fallen. Runtergehen, in die Hocke abrollen, runtergehen. Ne? Ja, schon besser. Ja. Gut, das war so die Grundübung. Das müssen wir jetzt in jeder Position üben. Ja. Ja, denn wenn wir jetzt einen Wurf haben, ja, die Kinder lernen zuerst einen sogenannten Osoto-Toshi. Das heißt, ja, man fasst beide Fassen an. Ja. Hier einmal anfassen. So, jetzt belaste ich dich auf das Bein. Ja. Stell das Bein hinter und lass dich ganz einfach runter. Ja.
Ganz einfach. Kann man sich abfangen. Und wie hätte ich da jetzt was machen können? Dass, Im Grunde genommen nicht, weil wenn ich als Angreifer das Gleichgewicht entsprechend gebrochen habe, so, was willst du jetzt machen? Ja, jetzt geht nicht. Ich könnte nur dagegen irgendwie drücken. Entgegen, aber, dann machst du entweder... Bin ich schon drin? Ja. Dann kommst du da nicht mehr raus. Ja, da komme ich nicht mehr raus. Und wenn du entgegengesetzt arbeitest, setz dich um und mach den Fuß hoch. Ja? Das heißt also, es gibt ganz viele Wurfkombinationen, es gibt Gegenangriffe, es gibt Konterangriffe. Ja, ja. Aber wenn der erste Angriff richtig gut drin steht, hat man als Gegner kaum noch eine Chance. Ja? Und wir unterscheiden eben bei dieser Sache mit Fußwürfen, mit Hüftwürfen. Der einfachste Wurf, den dann die Kinder lernen, ist, man greift hier rum, dreht sich hier ein. Dreht sich ein und dann? Und dann wirft man. Ja? Du bist schön lang, das macht Spaß. Muss man sich nie so bücken als alter Mann, also das ist schon eine feine Sache. Das heißt, größentechnisch gibt es kein Limit als Judoka, dass man sagt, maximal so groß. Wir hatten jetzt bei der Olympiade, bei der Mannschaft, Frankreich gegen Japan. Der Franzose ist über 2,10 Meter. Der Japaner ungefähr 1,80. Die haben gegeneinander gekämpft. So, und jede Länge hat seine Vor- und Nachteile. Der Lange kann sehr gut diese Fußwürfe ansetzen. Ja, ja. Oder eben Hüftwurf, einen sogenannten Uchimata, nehme ich jetzt hier. Oh Gott. Fällt sie schon um? Ja. Also ganz viel mit den Füßen auch, ne? Dieses unbedingt. Hüfte, Füße und immer oben das Gleichgewicht brechen. Ja. Das ist das Wichtigste. So, und der Kleine hat die Möglichkeit, dass er dann eben unter den Körperschwerpunkt untertauchen kann, mit sogenannten Sionage zum Beispiel. Ja. Ja, er geht hier rein und hebt ihn aus. Ja. So, und da kann er, wenn er tief bleibt, bleibt er unter seinem Schwerpunkt und kann den Lang fantastisch werfen. Das ist also, jeder hat Vor- und Nachteile. Man muss sie nur versuchen auszunutzen. Und das Thema ist immer wieder Gleichgewicht brechen. Gleichgewicht brechen des Gegners, um ihn in eine Situation zu bringen, dass man überhaupt einen Wurf anwenden kann. Und das kann ich eben immer mit dieser Variante machen. Ich fasse hier an, der Gegner macht das Gleiche, das ist die gleiche Fassart. So, und jetzt kann ich den Gegner durch die Gegend schieben. Ich habe es jetzt einfach, sie hat einen weißen Gürtel, ich habe einen schwarzen Gürtel. Hat jetzt auch eine bestimmte Bedeutung. Ja. Ja, wir fangen jetzt ein. Weiß hat im Prinzip als Anfänger überhaupt keine Bedeutung, sondern das ist bei uns so, dass der weiße Gürtel ein Zeichen dafür ist, dass sie einen Judoanzug tragen dürfen. Das heißt, dass die Anfängerkinder, die jetzt im normalen Trainingsanzug kommen, die Fallschule können. Ja. Wenn sie die Fallschule können, dürfen sie einen Judoanzug anziehen und dann bekommt sie den weißen Gürtel. Das heißt, ich darf den auch erst eigentlich tragen, wenn ich schon die Falltechnik beherrsche. Ja. Das ist jetzt quasi eine Ausnahme, dass ich das schon... Ja, das ist eine absolute Ausnahme. Das ist auch der Show-Effekt heute, der uns ja beiden Spaß macht. Nein, aber es ist wirklich so, dass man ja einen bestimmten Fortschritt dokumentiert. Ja. Ja? Und wir haben diese gelben Farben. Wir haben zum Beispiel jetzt hier gelb. Ja. Das ist der 7. Kyo. Das ist gelb-orange. Ach, es gibt auch zwei. Dann gibt es orange, und grün, blau. Blau ist schon sehr gut. Das ist schon das 2. Kyo. Ist also schon längere Zeit dabei. Ja. Wir fangen an mit, nach dem Weißen fangen wir an mit Weiß-Gelb. Das ist dann, wo man den ersten Wurf lernt. Dann muss man auch eine Prüfung machen. Das ist der 8. Kyo, das ist der Schülergrad. Grün, der 3. Kyo. Dann gibt es Blau, den 2. Kyo. Und Braun ist der 1. Kyo. Und dann steht man schon an höchster Stufe als Schüler. Mit dem Braun, Mit dem Braun. So, und das gab es früher nicht. Früher gab es nur Gelb, Orange, Grün. Da hatten wir bloß 5 Kios. Ja. Jetzt haben wir diese 8. Um einfach auch zu zeigen, dass Kinder brauchen kleine Erfolge. Und das ist schon ein Erfolg, wenn ich eine Mischfarbe habe und mich dann von dem anderen absetze und sage, guck mal, ich kann das schon, ich kann schon die und die Würfe. Ja. Und für jeden Grad muss ich eine Prüfung ablegen, vor einer Prüfungskommission. Unser Stützpunkttrainer, der Herr Wockerts, ist Prüfer, der kann alle Sachen abnehmen. Er kann bis zu seinem eigenen Dan die Prüflinge prüfen. Mhm. Er hat den 5. Dan, das ist schon eine sehr gute Hausnummer. Und unser Assistenztrainer, der Jens, der ist neu, der studiert Sportwissenschaften, hat jetzt einen 2. Dan abgelegt voriges Jahr. Also schon Bravour. Und die Schüler gerade gehen, wie gesagt, von Gelb bis Braun. Und dann fängt man an, in die Meisterklasse aufzusteigen. Das heißt also, der Dan, der schwarze Gürtel als Dan bezeichnet, ist die Meisterwürde. Ja, Jürgen, du hast ja den 4. Dan und hast die Prüfung mit
gut absolviert. Und wie ich sehe, ist das dann hier auch auf dem Gürtel immer verzeichnet, ja? Welchen Grad? Ja, man macht das dann so, das ist zum Beispiel ein Geschenk meiner Frau als Abschluss. Das heißt, man nimmt schon seine Balken mit, um zu zeigen, welche Graduierung ist. Weil wenn wir uns beim Judo anstellen, steht immer der Höchstgraduierte ganz vorne und der Niedrigstgraduierte mal ganz hinten. Und dann sieht man so die Reihenfolge, wie die technischen Kenntnisse sind jeden Judo-Sportlers. Denn die sind alle schwarz, die Gürtel dann beim Damen, ne? Da nicht alle, wir unterscheiden dann. Also wenn wir den ersten bis fünften Damen, die haben definitiv den schwarzen Gürtel, ja, bis zu diesen fünften Balken dann. Und wenn ich dann den sechsten Damen verliehen bekomme für Trainertätigkeit, für ehrenamtliche Tätigkeit, für hauptberufliche Tätigkeit im Judosport, dann wechselt die Farbe des Gürtels auf rot-weiß. Dann wird das allgemein als Bahnschranke genannt. Ja, Bahnschranke. Ja, der siebte Dan und der achte Dan, die dann verliehen werden können, nur verliehen werden können an hervorragende Sportler und Aktivisten, die haben ebenfalls rot-weiß. Mhm. Und erst der neunte und zehnte Dan, die sind dann mit einem roten Gürtel. Ach, das ist quasi die. Und das sind dann die absoluten Meister. Es gibt nur 10 Dan gerade, weil der Judo-Gründer Shigeru Kano selber nie einen Gürtel hatte. Aber man hat ihm einen 10. Dan zugestanden und keiner wird sich erlauben, über diesen Gründer des Judo-Sports hinauszugehen. Also wird es beim 10. Dan bleiben. Und es gibt auch nur ganz, ganz wenige in Deutschland, ich weiß es nicht, ich will es nicht lügen, vielleicht 3, 4, die überhaupt diese Möglichkeit haben. Und wir hatten ein Mitglied in unserer Sektion, ein Gründungsmitglied, der war 1956 von Anfang an hier dabei. Das war der Willi Lorber. Er ist leider verstorben mit 96 Jahren in 2011. Ihm konnten wir noch, also das hat dann unser Jan Schröder organisieren können als Präsident des Brandenburgischen Judoverbandes. Er hat den 9. Dan bekommen als der erste aus den Ostblockländern hier, der diesen Dan gerade hat für seine hervorragende Tätigkeit. Weil ich jetzt Jan Schröder gesagt habe, ja. Er hat jetzt dieses Jahr in Würdigung seiner Leistung 30 Jahre BJV den 8. Dan verliehen bekommen. Und unser Kassierer, unser Hauptkassenwart, der Hartmut Paulert, hat voriges Jahr den 7. Dan bekommen. Hartmut Paulert ist jetzt Sportdirektor beim DJB, beim Deutschen Judobund. Jan Schröder ist Chefausbilder beim Brandenburgischen Judoverband. Hat hier jahrelang von 1990 bis 2009 die Abteilung geleitet, hat sie praktisch als der KSC 1990 gegründet wurde mit aufgebaut, mit dem Hartmut Paulert zusammen. Hat dann eben auch solche Sportler wie Mirko Wockert, wie Gregor Weiß aus unseren eigenen Reihen auch an die ehrenamtliche Tätigkeit herangeführt. Mirko Wocker ist unser Landesstützpunkttrainer. Gregor Weiß ist Kampfrichterreferent, stellvertretender Kampfrichterreferent und im Vorstand des BJV. Und wenn alles gut geht, wird der Gregor aus unseren Reihen der nächste Präsident des Brandenburgischen Judoverbandes. Also wir haben ganz viele Leute, die auch im Judosport aktiv sind, die aus unserer Abteilung kommen. Ganz schön viele, das war eine ganz schöne Liste. Das muss ich auch immer wieder anbringen, weil das ist, hat nicht jeder. Ja, nee, ist ja richtig, toll. Also es ist ja schon auch eine Auszeichnung, wenn man so viele Personen da hat. Wir haben eine berühmte Halle. Ihr könnt gerne wieder zum Training kommen. Wir machen auch Anfängertraining. Wir machen Fitnesstraining für junge Frauen, für ältere Frauen, für junge Mütter, für ältere Männer. Also wir sind sehr vielseitig. Wir haben eine Volleyballgruppe mit ehemaligen Aktiven. Wir haben eine Sportgruppe mit Aktiven, noch älteren Aktiven, ehemaligen Aktiven, die jung gebliebenen Gruppe. Wir haben unseren Spaß, wir haben unsere Bewegung. Und Judosport ist eben so extrem vielseitig, das kann ich auch bis ins hohe Alter machen, weil ich damit gelenkig bleibe. Ich wollte gerade sagen, und gesund. Ja, unheimlich, das sieht man ja an und dir, gesund, ja. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Ja, danke dir auch, Jürgen, für die Zeit, die du heute für uns genommen hast. Gerne doch. Und liebe Zuschauer, während hier jetzt gleich die neue, beziehungsweise die neue Trainingseinheit schon läuft, schauen wir jetzt mal, was das Runde macht, das ins Eckige gehört. Dass der Ball wieder rollt, ist selbst Fußballmuffels nicht entgangen. Der Saisonauftakt aller Männerligen fand am 1. Augustwochenende mit den Pokalrunden statt. Wie nicht anders zu erwarten, haben sich im ostbrandenburgischen Kreispokal meist die Favoriten durchgesetzt. Beispielsweise der FC Herrensee, der vor heimischer Kulisse die Wackeren aus Herzfelde in die Knie zwang, sowie die Kicker des SV Prötzl, die das Derby gegen die SG Klosterdorf 75 mit 5:0 für sich entschied. Die erste Hauptrunde wird dann am 4. September angepfiffen.
Siegreich konnten auch die beiden Herrenmannschaften des FSV Blau-Weiß-Wriezen ihr Pokalgastspiel gestalten. Die FSV-Reserve verwies die Neutrebiner Herthaner mit 4:0 in ihre Schranken. Am Ligaspieltag in der Kreisliga Nord folgte nun die Wiederauflage des Derbys. Zum Kreisliga Nord-Saisonauftakt empfingen im Stadion am Bockberg Kapitän Matthias Krüger und die Reserve des FSV Blau-Weiß-Wriezen erneut die Kicker des SV Hertha 23 Neutrebin e.V., die zur Verstärkung mehr als 50 Fans im Schlepptau hatten. Genau 7 Tage zuvor hatten auf selbigem Platz die in Gelb auflaufenden Gäste eine herbe 0:4 Pokalniederlage kassiert. Für das Aus in der ersten Kreispokalrunde wollten die Neutribiner nun direkt zum Ligastart Revanche nehmen. Wir haben so viel gar nicht verändert, sondern nur, dass wir auch ein bisschen tiefer stehen, nicht so aggressiv pressen. Können wir immer noch machen, weil wir das auch die ganze Vorbereitung geübt haben. Und letzte Woche war auch einfach viel Pech dabei. Ich glaube, das hat uns so ja gut getan. Pokal ist nicht ganz so wichtig für uns. Und da sind die Jungs noch mal mehr motiviert und einfach heißer heute. Heute Derby zu ziehen. Hier zum Punkte ist wichtiger. Im Gegensatz zur Vorwoche rückten die beiden ehemaligen A-Junioren Joshua Tristan Winkler mit der 11 und Fünfer Moritz Krebs in die Hertha Startelf, die mit ihrer Leistung nicht nur das Neutribiner Spiel gegen die vermeintlichen Favoriten beflügelten, sondern auch das Trainerteam begeisterten. Weil die haben uns letzte Woche gefehlt im Zentrum und die haben einfach einen super Job gemacht. Sind immer entgegengekommen, haben sich Bälle abgeholt, haben die Bälle sofort prallen lassen, haben im richtigen Moment auch mal aufgedreht, Raumgewinne gehabt. Der erste Torabschuss der Partie kann zwar den Hausherren gutgeschrieben werden, in allerletzter Sekunde konnte Aquatabis Schuss zur Ecke geklärt werden. Doch in den kommenden 20 Minuten wurde es nicht nur ruhig um den pfeilschnellen Angreifer der Wriezener. Die Defensivreihen hüben wie drüben machten ihre Sache gut. Und so wurde das Offensivspiel meist schon im Mittelfeld ausgebremst. Sonne satt und 32 Grad im Schatten taten ihr Übriges. Nach 30 Minuten Mittelfeldgekicke dursteten Spieler und Fans sichtbar der Trinkpause entgegen. Und während die einen sich labten, justierte Herthas Chefcoach Müller nach. Mit Wiederanpfiff kippte die bis dahin ausgeglichene Partie zugunsten der Gäste, die sich nun konsequent in der Wriezener Hälfte festsetzten. Dank schnellen Umkehrspiels nach Ballgewinn und raumöffnenden Spielverlagerungen brachten die Hertha nun ihre Offensive besser in Position. Doch Lorenz Schmidt ließ die bis dahin aussichtsreichste Chance des Spiels liegen. Ende der ersten Halbzeit die Neutribiner spielbestimmend. Die Wriezner kamen nur noch selten zu Befreiungsangriffen. Zu schnell wurde der Ball im Mittelfeld hergegeben, sodass die Viererkette dem Offensivdruck der Herthaner kaum noch standhalten konnte. Das Resultat? Eine Vielzahl von Ecken, für die bei den Neutribinern Nick Warda verantwortlich ist. 38. Spielminute, der Strafraum voll besetzt. Die Ecke erneut auf den zweiten Pfosten und plötzlich zappelt der Ball im Netz. Gleich am ersten Spieltag Nick Warda mit seinem Treffer, Kategorie Tor des Monats in der 38. Minute. Erstmal muss man sagen, dass wir einen Keeper drin hatten, der noch gar nicht im Tor stand. Den mussten wir jetzt notgedrungen aufgrund der verletzten Situation auf unserer Torhüterposition nehmen. Hat aber seine Sache sehr, sehr gut gemacht und wir merken es ja jetzt auch, der Wind bläst aus einer Richtung, so ein Eckball, der dreht sich dann halt gefährlich rein, durch den Wind begünstigt. Also ich würde es nicht vom Fehler reden, ich würde es dann eher sagen, war ein schönes Tor. Ein Treffer, den Warder so vermutlich nur einmal im Ligaspielbetrieb erzielen wird. Für seinen Coach fiel das Tor jedoch nicht unerwartet. Ich würde sagen, wir haben uns belohnt dafür, dass wir jetzt auch die letzten Wochen mal ein bisschen Standards trainiert haben, das mal einen Angriff genommen haben und immer gesagt haben, Standards von der linken Seite auf den langen Pfosten ziehen. Und dann fällt zum Ball eben auch einfach mal rein. Der Gäste-Führungstreffer kam zwar überraschend, aber nicht unverdient, waren die Herthaner bis dahin die aktivere Mannschaft und hatten mehr vom Spiel. Aber vielversprechende Torabschlüsse suchte man auch nach dem Führungstreffer in beiden Strafräumen vergebens. Und so sah es noch zur Pause ganz nach einer Revanche für die Gäste aus. Gerade nach der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit geht es vielleicht in Ordnung, die sind unentschieden. Aber wir haben auch viele Chancen uns erarbeitet. Auch gerade kurz vor Schluss nochmal 2 dicke Chancen. Und vom Verlauf her würde ich schon sagen, 2 Punkte verloren.
Denn die Herthaner kamen schlecht aus der Kabine, konnten in Halbzeit 2 nicht ihr Kombinationsspiel aufziehen und mussten ab der 70. Minute dem hohen Pressing im ersten Spielabschnitt Tribut zollen. Ich glaube, von der Vorbereitung her eigentlich eine gute Vorbereitung gehabt. Auch viele Leute, aber eben nicht kontinuierlich. Viele sind bloß bei 70% Beteiligung und eben nicht bei 100. Und das merkt man dann. Dann reicht es, ob es für 70 Minuten hier. Friedsens Chefcoach hatte wiederum für den zweiten Spielabschnitt mehr Laufbereitschaft von seiner Offensive und intensiveres Pressing gefordert. Und so setzten die Blau-Weißen der Gästeabwehr nun entschiedener zu, um die Partie doch noch zu ihren Gunsten zu drehen, waren sie nach dem 4:0 Pokalsieg als Favorit in dieses Derby gestartet. Klar war das Pokalspiel eine Woche vorher, was wir eigentlich relativ deutlich gewonnen haben gegen Nordtribünen. Ja, so ein Ansatzpunkt, worauf man hätte sagen können, okay, wir sind Favoriten, aber letztendlich wurden die Karten neu gemischt. Wir haben auch ein bisschen anderes Personal heute zur Verfügung gehabt, der Gegner aber auch, möchte jetzt nicht als Ausrede gelten lassen, aber es ist einfach ein anderer Wettbewerb. Pokal ist Pokal und Liga ist Liga und wir wollten vernünftig starten. Hat nur bedingt geklappt, aber den Punkt nehmen wir jetzt erstmal gerne mit. In der 81. Spielminute nach einem missglückten Freistoß von Kapitän Krüger fasste der Mittelfeldregisseur sich wiederum ans Herz und ließ mit seinem Tänzchen direkt an der Strafraumgrenze an seine beeindruckenden Dribblings vergangener Zeiten erinnern. Gelb für den kurz zuvor eingewechselten Koschnitzki und erneut ein ruhender Ball aus einer noch aussichtsreicheren Position. Diesmal Max Franz mit dem Freistoß. Keeper Goye dankt des Pfostens im Glück, doch Felix Akwatabi staubte aus abseitsverdächtiger Position in der 82. Minute ab. Ich hätte es jetzt nicht als Abseits beurteilt, muss aber ganz ehrlich sagen, dass es ja so unübersichtlich war da im Strafraum und ich noch mit dem Blick auf die Parade geschaut habe und nicht auf den nachrückenden Stürmer von uns. Aber wenn der Schiri nicht pfeift, muss man jetzt mal so eine Floskel benutzen, dann war es kein Abseits. Nach dem Ausgleichstreffer verflachte die Partie abermals, wenig Zählbares bis kurz vor Abpfiff auf beiden Seiten. Denn in der 88. Spielminute hätte nach Winklers feinem Pass hinter die Vriezner Abwehrreihen Hausschild die Partie zugunsten der Herthaner entscheiden müssen. Doch Vriezens Schlussmann Niklas Köppen hat den Winkel gut verkürzt. Ja, fairerweise müsste man den Keeper da hervorheben, weil er seine Sache sehr gut gemacht hat. Überhaupt keine Unsicherheit. Man hat, finde ich, gar nicht gemerkt, dass es gar kein gelernter Torhüter ist, der drin war. Und sonst war es eigentlich eine geschlossene Mannschaftsleistung. Also wir haben hinten relativ sicher gestanden. Die Verteidiger waren gut, standen da, wo sie stehen sollten. Mittelfeld hat es versucht, an sich zu reißen. Erste hat es nicht geklappt, zweite dafür ein bisschen besser, Stürmer auch. Also ich denke mal, es war einfach eine runde Sache vom Team her, zweite Hälfte. Am Ende ein gerechtes Unentschieden, was auch die Tatsache widerspiegelt, dass beide Treffer des Spiels nach ruhenden Spielsituationen fielen. Also klar, hinten raus hatten wir ein etwas klares Chancenplus, aber ich denke, wenn man beide Halbzeiten übereinander legt, dann ist es unentschieden völlig gerechtfertigt. Waren nicht so die Torchancen auf beiden Seiten, wie wir es uns vielleicht vorgestellt hatten, auch der Kollege von Nordtribünen. Aber letzten Endes ist es so, dass du hinten raus nochmal das Tor machst, den Punkt mitnimmst. Also für mich ist es jetzt ein Punktgewinn. Wir starten nicht mit einer Niederlage in der Saison, haben ein gutes Fundament und denke mal, darauf lässt sich aufbauen, gerade was den moralischen Aspekt anbelangt. Wenn man von der Strausberger Judo-Abteilung spricht, dürften einige Namen nicht unerwähnt bleiben. Beispielsweise Mirko Wockerts als Landesstützpunkttrainer, Thomas Pühlhorn und Gregor Weiß, seines Zeichens stellvertretender Referent für Kampfrichterwesen, kandidiert als Präsident des Brandenburgischen Judo-Verbandes und ist hier in der Abteilung Übungsleiter. Hallo Gregor, grüß dich. Ja, hier im Hintergrund läuft gerade ein Kraftzirkeltraining. Also auch ganz wichtig für den Judosport. Du bist ja ausgebildeter Physiotherapeut. Was sagst du dazu? Inwiefern werden beim Judo bestimmte Muskelgruppen trainiert oder Körperpartien gefordert? Was ist da deine Fachmeinung zu? Also Judo kann ich prinzipiell für alle Altersbereiche empfehlen, da Judo eigentlich nicht ganz besonders eine Muskelgruppe trainiert, sondern hier sehr ausgeglichen die Muskelgruppen beansprucht. Aber auch vor allem die konditionellen Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit werden hier alle beansprucht und alle trainiert. Und deswegen ist das ein sehr ausgeglichener Sport, der nicht dann zu vergleichen ist mit Golf oder Gewichtheben oder dergleichen, wo man immer eine Bewegung macht. Ja. Aber
Es gibt noch einen ganz besonderen Aspekt, denke ich, beim Judo. Heutzutage sagt man im Gesundheitssport, man redet immer vom biopsychosozialen Aspekt. Das heißt, man will den ganzen Körper trainieren und nicht nur den physiologischen. Und wenn ein Bereich gestört ist, dann ist auch irgendein anderer Bereich mitgestört. Und da ist Judo ganz besonders, weil schon vor 140 Jahren Jiro Kano hier auch die moralischen Aspekte mit drin hatte und den Geist trainieren wollte. Er war da relativ weit, auch wenn er es schon anders genannt hat. Also das heißt, Judo hat also auch einen philosophischen Aspekt, ja? Ja. Neben diesem technischen Prinzip, das Jiro Kano Siegen durch Nachgeben entwickelt hat, gibt es auch das moralische Prinzip, das gegenseitige Verstehen und sich unterstützen, würde man frei übersetzen. Und hier basieren die ganzen Judo-Werte drauf, wie Wertschätzung dem Gegner gegenüber, dem Partner gegenüber, dem Trainer gegenüber, aber auch Selbstbeherrschung, Hilfsbereitschaft, Bescheidenheit und so weiter. Und die Werte, glaube ich, sind heutzutage wichtiger denn je. Und wie hoch schätzt du das Verletzungsrisiko ein beim Judo? Ich denke, es ist relativ gering. Nicht größer als bei anderen Sportarten. Ich glaube, wenn ein Untrainierter im Wald läuft, ist das Verletzungsrisiko höher. Es gibt inzwischen viele Studien, die davon ausgehen, dass Sport zu treiben das Verletzungsrisiko im Leben eigentlich sogar verringert. Und speziell beim Judo ist es egal, in welchem Alter man anfängt zu trainieren, man lernt als erstes Falltechniken. Und irgendwann sind die so automatisiert, so in ein Blut übergegangen, dass egal, ob man jetzt auf den Schulhof geschubst wird oder im Alter mal auf einer glatten Straße fällt, man würde immer sich mit diesen Falltechniken automatisch abfangen. Und insofern wird das Verletzungsrisiko eher minimiert. Hat man sogar den Pluspunkt für den Alltag, ne? Dass genau. Man geschützt ist. Sehr schön. Und inwiefern hat dich der Kampfsport jetzt in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst? Ich denke, er hat mir schon einen großen Teil an Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gegeben. Aber was man nicht vergessen darf, unabhängig vom Judo, ist, glaube ich, das Wichtige, dieses Gemeinschaftsgefühl im Verein. Wenn man so lange Jahre dabei ist, die Erfahrung, wie du schon gesagt hast, als Kampfrichter, Trainer oder auch Funktionär im Verein und im Verband, die möchte man nicht missen. Die bringen einem auch im Leben weiter. Insofern kann ich das jedem nur empfehlen. Vielen Dank, Gregor. Sehr gerne. Und damit kommen wir nun zu unserem zweiten Spielbericht. Dazu blicken wir erneut ins Stadion am Bockberg. Diesmal jedoch zur ersten Männermannschaft des FSV Blau-Weiß-Briezen. Die Elf von Wegner und Karpe hatte ja Anfang August in der ersten Pokalrunde die Bruchmüller Reserve mit 6:1 vom Platz gefegt. Eine Woche darauf, am ersten Spieltag der Landesklasse Nord, kam es auch hier zu einem Wiedersehen auf dem Briezener Bockberg. Zum Liga-Auftakt empfing Wriezens Erste nun aber die Erste der SG Bruchmühle 47, die ihren Pokalauftritt ebenfalls gemeistert hatten. Dass SG Bruchmühle-Trainer Dirk Altekrüger und seine Jungs das Stadion am Bockberg nach dem ersten Spieltag der Landesklasse Nord mit hängenden Köpfen verließen und die Wriezner zum Saisonauftakt einen Derby-Sieg einfahren konnten, hatten die vor allem ihrer Mentalität zu verdanken. Genau, also für mich war wirklich auch der markante Unterschied zwischen beiden Teams, dass Wriezen, also wir wollten einfach. Wir haben uns das als Ziel gesetzt, wir haben jetzt 7-8 Wochen darauf hintrainiert, dass wir auf den Punkt genau heute eine geschlossene Teamleistung abliefern und dass jeder sein Elftel dazu beiträgt. Und das hat man heute gesehen. Zu sehen gab es im Spiel zwischen dem FSV Blau-Weiß-Wriezen und den in rot gekleideten Kickern der SG Bruchmühle 47 außerdem harte, aber zumeist fair geführte Zweikämpfe. Trotz seines Platzverweises in der 79. Spielminute 2 Tore, eines überraschender und schöner als das andere und im ersten Spielabschnitt eine Vielzahl von ungenutzten Chancen, vor allem auf Seiten der Gäste. Und das rächt sich bekanntlich im Fußball. Und wir müssen da das 1-0 machen. Wenn wir das 1-0 machen, kriegen wir vielleicht auch nicht den Sonntagsschuss. Vorher hatten sie keine Torchance, muss man auch sehen. Den Kopfball von der Ecke vielleicht noch, wenn man den als Chance sagen will. Aber wir haben vielleicht auch ein bisschen mehr gemacht für das Spiel, aber ohne richtig nach vorne zu kommen. Aber wie gesagt, wir hatten dann eine glasklare Torchance, die man aus 3 Metern vielleicht auch machen muss. Vorm leeren Tor, aber so ist es ja im Spiel immer, so im Fußball, dass man eben die Gegentore kriegt, wenn man es nicht macht. Aber wir haben auch viel zu umständlich nach vorne gespielt. Der Gegner hat hinten stark gestanden, muss man auch fair sein. Zweikampfverhalten bei Wriezen war richtig stark, da haben sich meine Jungs ein bisschen beeindrucken lassen von. Beeindruckend war auch Henning Stiems Rakete aus mehr als 20 Metern zum 1:0 Führungstreffer in der 39. Spielminute. Henning hat schon einen guten Schuss, klar. Gehört im Amateurbereich immer auch ein Quäntchen Glück dazu, dass er dann in der Situation auch so reinfliegt.
Die Bruchmühler in dieser Situation ohne Zugriff auf den ballführenden Stiem, der sich in seinem ersten Ligaeinsatz Keeper Jeremy Pascal Großmann einfach ausguckte. Torwartfehler würde ich nicht sagen. Ich meine, gut, aus 25 Metern ist immer die Frage, kann ich einen Zwischenschritt machen und dann. Aber ich glaube, dass der Fehler eher woanders liegt als bei meinem Torwart. Die SG vor dem Wriezener Führungstreffer und auch zum Ende der ersten Halbzeit klar spielbestimmend. Und Erik Bohlemann hätte den Spielverlauf korrigieren müssen, hatte er doch kurz vor dem Pausentee den Ausgleichstreffer auf dem Fuß. Wir müssen halt unsere Chancen nutzen, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber unterm Schnitt hat Wriezen jetzt verdient gewonnen, weil sie einfach zwei Tore gemacht haben. Eigentlich hätte man vermuten können, dass sich die Bruchmühler Offensive eine Woche zuvor beim 4:0 Pokalsieg gegen den Ligakonkurrenten aus Münchenberg warm geschossen hätte. Doch diese Spannung fehlte, ja genau. Ja, das ist sicherlich ein großes Problem gewesen, was wir hatten. Vielleicht hat auch dieser Pokalsieg eben nicht dazu beigetragen, dass man dann genau so eine Spannung aufbauen kann. Ja. Und Lehrgeld musste die gesamte Bruchmühler Hintermannschaft in der 49. Spielminute zahlen. Nachdem sich die Blau-Weißen gemütlich über ihre rechte Seite durchkombiniert hatten, verschätzt sich und unterläuft Hemberger seinen eigenen Kopfball. Und Kollege Büttner kassiert gegen Fritsche einen Tunnel. Keeper Großmann bei Fritsches Abschluss aus kurzer Distanz dann machtlos. Die Wriezener haben uns durch ihren Zweikampfverhalten auch den Schneid abgekauft, ohne Wenn und Aber. Dass dann eben aus einer Vorwärtsbewegung der 2-0 fällt, das passiert dann auch mal, wenn man gerade im Rückstand liegt und versucht, was zu machen. Mit dem frühen 2:0 im Rücken, die Blau-Weißen nun in Halbzeit 2 selbst auch aktiver, ließen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen und auch nichts anbrennen. Bis zur 70. Spielminute übernahm die Karpe 11 das Spielgeschehen und kombinierte sich sauber bis in den gegnerischen Strafraum. Und kam zu erfolgversprechenden Abschlüssen wie hier Emil Reniville, der den Angriff mit seiner Spielverlagerung selbst eingeleitet hatte. In der 72. Spielminute dank Tutschkes Schuss den Keeper Meinert gerade so zur Ecke lenkte. Die Gäste wieder mit einem Lebenszeichen und in der Folge mit ihrer gefährlichsten Strafraumszene in Halbzeit 2. Doch Harms kriegt nicht genug Wumms hinter die Kugel und Tom Stemmer kommt einfach einen Schritt zu spät. Im Anschluss die Gäste wieder dominanter. Die Wriezener Bank reagierte, begann ihr Wechselkontingent auszuschöpfen und gönnte ihrem Torschützen Niklas Fritsche den verdienten Abgang. Hab mich am Ende eingewechselt, weil unser Stürmer sich 70, 75 Minuten, die er gespielt hat, war platt und dann ja, war ich mitunter auch bin ich ein Stürmer und habe mich auf die Position eingewechselt. Von den Stürmerqualitäten seines Trainers durfte sich jedoch Wriezens Mittelfeldmotor Emil Reniville nur ein Bild von den Zuschauerrängen ausmachen. Er kassierte Rot für eine Szene, die am Ende nur die Beteiligten selbst auflösen könnten. Ich habe es selber nicht gesehen, war zwar unmittelbar in der Nähe. Der Schiedsrichter hat anscheinend klar gesehen, dass der Emil den Gegenspieler im Bauch geschlagen haben soll. Emil hat mir nach dem Spiel gesagt, er hat bloß ganz normal abgeschirmt, dann ein bisschen so in den Körper reingestellt, war jetzt keine Absicht bei. Unglücklich, jetzt fehlt er wenigstens zwei Spiele mindestens, muss man schauen. Ja, ist die einzige Situation, die das Spiel heute sehr vermiest hat. Dass das Mitglied des Wriezener Trainerstabs noch immer einen Riecher fürs Tor hat und weiß, wo er auch bei Unterzahl zu lauern hat, bewies er in der 84. Minute. Als er allein auf Schlussmann Großmann zusteuerte, doch der Bruchmühler in letzter Sekunde mit der Hand unten und so, hieß es weiterhin nur 2:0. Die Vorentscheidung vertagt und die Wriezner für die letzten Minuten mit einem Mann weniger auf dem Platz. Also folgte die Höchststrafe für den 17 Minuten zuvor eingewechselten 16er. Eine hundertprozentige habe ich ausgelassen, kann man wahrscheinlich jetzt auch auf der Wiederholung sehen. Hat er gut den Tunnel noch mit der Hand hinten gehalten. Danach hatte ich eigentlich auch eine hundertprozentige Chance, habe dann aber einen weiten Schritt gemacht, war nicht ganz warm und dann hat es im Oberschenkel gezogen, wird eine leichte Zerrung sein. Demzufolge konnte ich der Mannschaft nicht mehr weiterhelfen und musste mich selber wieder auswechseln.
Und so endete der Liga-Auftakt für den Wriezener Coach, wie er begonnen hatte, auf der Bank, aber eben mit den ersten 3 Punkten der Saison. So, nach 60 Minuten Training begebe ich mich jetzt aus dem Dojo hier in den Fitnessraum. Und zwar zu Mirko, stellvertretender Abteilungsleiter hier. Und er sitzt schon fleißig auf dem Fahrrad. Ich komme mal dazu. Hallo Mirko. Ja, hallo. Was bedeutet für dich Judo? In welche Rolle spielt es in deinem Leben? Es ist eine sehr, sehr große Rolle, da ich mit Judo angefangen habe 1983 und seit 2001 eigentlich hier, ich sag, Trainer bin. Und sag mal, in normalen Jahren bin ich ca. 300 Tage im Jahr halt unterwegs mit Training und mit Wettkämpfen. Also man kann sagen, das ist mein halt zweites Zuhause. Das, wie alt warst du, als du angefangen hast hier mit Judo? Na, so knapp 9 Jahre, also schon, sag mal, ziemlich alt. Ja, naja gut, was heißt ziemlich alt? Das ist, also das ist ja, warst ja noch ein Kind. Ja. So lange ist also Judo in deinem Leben auch. Ja. Und immer noch füllt es quasi deine Woche aus. Ja. Ich meine zurzeit halt gerade ohne Wettkämpfe. Aber ich hoffe, dass sie bald halt wiederkommen und dass wir eben zu Wettkämpfen halt fahren können und auch wieder ausrichten können, selber hier in der Halle. Wann hattet ihr denn das letzte Mal die Gelegenheit, ins Wettkampffeeling zu kommen? Das war im ersten Quartal 2020. Da hatten wir hier im Januar die Landesmeisterschaften ausgerichtet. Dann das U21-Ranglistenturnier, männlich und weiblich. Und dann die Nordostdeutschen Meisterschaften in der Mehrzweckhalle in Strausberg. Und als letztes wir als Veranstalter die Deutschen Meisterschaften in Frankfurt-Oder. Und wie sind die Termine jetzt fürs nächste Jahr? Ihr habt ja immer die alljährlichen Wettkampf-Highlights wie Herbstcup oder Sparkassencup. Was steht da an? Es sollen jetzt im September Landesmeisterschaften durchgeführt werden. Sag mal in der Altersklasse U18. Also in diesem Jahr noch? Ja. Sogar. Okay, ja. Und dann halt Ende September die Nordostdeutschen Meisterschaften in Frankfurt-Oder, wo wir natürlich immer, also Strausberg halt mithilft und dann vielleicht, sofern sie stattfinden dürfen, auch die deutschen Meisterschaften in Frankfurt-Oder. Und ob wir dann Ende November halt unseren Herbstcup halt ausrichten, das steht noch in weiter Ferne. Und im nächsten Jahr wird sich dann noch zeigen, sozusagen, da habt ihr jetzt noch keine festen Termine. Also heißt es auch erstmal abwarten, wie sich das alles entwickelt jetzt wieder, ne, mit der Pandemie. Okay, also ich danke dir, Mirko. Ja. So, und mit der heutigen Ausgabe haben wir in den ersten 7 Folgen unseres Sportmagazins schon die Sportarten Boxen, Fußball, Teamgym und Judo näher beleuchtet. Fehlt definitiv noch der Handballsport. Und deswegen möchte ich Sie an dieser Stelle auch gleich auf den Kurstadt Cup am 28. August hinweisen. Die Bad Freienwalder Jahn-Sieben hat unter anderem die Reserve des MTV Atlandsberg und des Oranienburger HC zu Gast. Komplettiert wird das Handballturnier durch die TSG Lübbenau 63 sowie den Güstrower HV und uns. Aber dann bleibe ich wieder nur am Spielfeldrand, versprochen. Aus dieser sehr bequemen Judoki schlüpfe ich jetzt gleich wieder in die Alltagskleidung. Doch vorher verabschiede ich mich noch hier aus der Judohalle in Strausberg. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin bleiben Sie gesund.